Lassen sich Menschen in unsere Gesellschaft integrieren, die traditionell eine andere Haltung zu unseren Grundwerten haben, zum Beispiel zur Rolle der Frau und zur Gleichberechtigung? Alice Schwarzer hat da so ihre Zweifel. Gestern ist ihr Sammelband Der Schock, die Silvesternacht von Köln, erschienen. Und da nennt sie als Hauptursache der Ausschreitung den Fakt, dass die Täter Muslime waren. Und zwar solche, die zu dem geringen Prozentsatz von Islamisten gehören, die sich Frauen generell überlegen fühlen und dementsprechend vor sexueller Gewalt nicht zurückschrecken. Und schon hagelt es Kritik an Schwarzer. Sie argumentiere rassistisch, heißt es da. Ich bin sehr gespannt, was unser Gast dazu für eine Meinung hat. Die Frau, mit der wir jetzt gleich sprechen, nachdem wir noch mal auf die Thesen von Schwarzer geguckt haben. Polizeivideos aus der Silvesternacht in Köln, die in dieser Woche erstmals an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die Polizei auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz ist völlig überfordert. Eine Frau wird offenbar sexuell belästigt. Ganz brutal sind die rangegangen, zum Teil auf die Knie und haben die Fäuste zwischen die Beine gerammt und so weiter. Und das Schlimme war, niemand hat geholfen. Deutschlands berühmteste Feministin kämpft seit 4 Jahrzehnten gegen sexuelle Gewalt. Für sie ist klar, wer die Täter waren und welche Motive sie hatten. Es war eine Machtdemonstration Gleichgesinnter, nämlich Männer, die meinen, die Scharia steht über dem Gesetz und die Frau steht unter dem Mann. So haben sie sich benommen. So müssen wir das verstehen. In dem von ihr herausgegebenen Buch Der Schock sagt Alice Schwarzer, es sei der Scharia-Islam, der hinter dem Verhalten der Täter von Köln stecke. Eine politische Ideologie, die mit der iranischen Revolution Ende der 70er Jahre ihren Siegeszug angetreten hat. Eines der Ziele? Frauen sollten aus dem öffentlichen Leben vertrieben werden. Jetzt auch in Europa? Das waren sozusagen politisch motivierte Männer, die uns zeigen wollten, mitten in der Großstadt, auf unserem zentralsten Platz, dass sie das Gesetz machen. 1527 Straftaten wurden nach der Silvesternacht angezeigt. 159 Beschuldigte haben die Behörden bislang ermittelt, davon ca. 60% Marokkaner und Algerier. Doch dass die Täter politische oder religiöse Motive gehabt hätten, wie Alice Schwarzer vermutet, darüber liegen der Staatsanwaltschaft bislang keine Erkenntnisse vor. Zu islamistischen Hintergründen können wir bislang nichts feststellen, ebenso dazu, dass die Taten in irgendeiner Form im rechtlichen Sinne organisiert worden wären. Schwarzer sieht die Blaupause für Köln in den Vorkommnissen auf dem Tahrirplatz in Kairo während des arabischen Frühlings 2011. Damals wurden viele Frauen vergewaltigt, als sie für Freiheit und Demokratie demonstrieren wollten. Sexuelle Gewalt als Mittel zur politischen Einschüchterung. Die muslimische Feministin Kola Mariam Hübsch gibt Schwarzer recht, dass der politische Islam die Religion missbrauche, um Frauen zu unterdrücken. Doch im Fall von Köln liege Schwarzer falsch. Sie verenge die Diskussion zu sehr auf die Religion. Es gebe ohnehin die Tendenz im Land, Probleme zu muslimifizieren, gesellschaftliche Missstände auf die Religion zu schieben. Wenn wir jetzt auch noch sagen, der Sexismus ist ein Problem des muslimischen Mannes, es ist der muslimische Mann, der sich nicht kontrollieren kann, der seine Sexualität nicht im Griff hat, dann sind das uralte Narrative, die wieder neu aktualisiert werden. Das sind alte Stereotype, die letztendlich nichts anderes, also es sind rassistische Stereotype, die schon in der Kolonialzeit gang und gäbe waren, die immer wieder genutzt worden sind, um auch die Angst vor dem anderen wieder neu zu entfachen. Hübsch hält andere Erklärungen der Kölner Ereignisse für wahrscheinlicher. Junge Männer, die sich sozial minderwertig fühlten, seien anfällig für diese Gewalt gegen Frauen. Dadurch glaubten sie, ihr Selbstwertgefühl wiederherstellen zu können. Dabei spiele die patriarchale Sozialisation eine Rolle, aber nicht die Religion oder die Ethnie der Täter. Schwarzer hingegen wirft der deutschen Gesellschaft vor, sie habe den politischen Islam aus falsch verstandener Toleranz viel zu lange gewähren lassen. Das sehen auch muslimische Intellektuelle in ihrem Sammelband so. Wenn Sie mein Buch lesen, lesen Sie viele Muslime, die für Sie analysieren, womit wir es hier zu tun haben.
nämlich mit einer sehr gefährlichen politischen Entwicklung und nicht mit den Fehltritten von ein paar besoffenen jungen Männern. Doch was hat die Täter wirklich angetrieben und wie können solche Verbrechen in Zukunft verhindert werden? Die juristische und politische Aufarbeitung der Kölner Vorfälle wird die Deutschen noch eine Weile beschäftigen. Und bei mir ist nun die Publizistin und Autorin Zineb El Masra, eine Deutsche mit marokkanischen Wurzeln. Das wollte ich noch kurz loswerden. Und sie ist nicht im Sammelband von Frau Schwarzer vertreten. Herzlich willkommen, Frau El Masra. Hallo. Können Sie denn die Argumentation von Alice Schwarzer nachvollziehen? Natürlich steckt auch dort was Wahres drin. Die was Überspitzung, denn? Das ist natürlich durchaus ein Problem der Erziehung vor allem ist, dass es in bestimmten Regionen, wenn wir von muslimischen Ländern sprechen, ist auch definitiv auch einen sehr negativen Blick auf die muslimischen Frauen oder auf Frauen generell gibt. Aber dies ausschließlich auf die Religion zu beziehen, ist ein bisschen kurz gegriffen, weil am Ende geht es hier sehr stark um soziokulturelle Aspekte. Es wird tatsächlich auch mit der Religion argumentiert. Aber genauso könnte man Fortschrittliches oder eben auch Emanzipation, auch einen frauenfreundlichen Blick auch mit der Religion begründen. So, also wir haben tatsächlich beide Perspektiven, die wir anwenden könnten. Und das dann sozusagen auf einen Scharia-Islam zu beziehen, ist dann vielleicht auch, schießt ein bisschen übers Ziel hinaus. Mhm. Sie haben eben gerade die Erziehung angesprochen und auch in Ihrem Buch Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit Ihren Feinden, da schreiben Sie über eine weibliche Komplizenschaft, die das Patriarchat unterstützt, akzeptiert. Was meinen Sie genau damit und wie tragen sozusagen Frauen auch zum Problem bei? Also es gibt diesen besonderen Spruch oder den bekannten Spruch, Machos werden von Müttern gemacht. Und wenn wir natürlich Jungs alles gewähren und mit ihnen auch gar nicht in Diskussion gehen und ihnen vielleicht auch die ein oder anderen Dinge mit auf den Weg geben, wie sie vielleicht ihre eigene Schwester, ihre Tanten, aber eben auch die fremden Frauen auf der Straße wahrnehmen und behandeln oder auch die Mitschülerinnen oder Studentinnen, dann wirkt sich das natürlich sehr stark eben auch auf diese Erziehung und dann eben auch auf das Miteinander mit den Frauen. Jetzt in dem Fall auf einem großen Platz in Köln. Aber es ist eben nur eine Seite der Facette. Und wenn Frauen vor Angst, weil sie vielleicht das System nicht durchbrechen wollen, weil sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden, lieber schweigen und das System weiter erhalten, weil sie dadurch auch Anerkennung bekommen. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass in diesem Raum, den man über Generationen durch die eigenen Eltern und durch die eigene Familie und durch die eigene Community kennt, im Gegensatz zu dem anderen, zu einer anderen Realität, dann ist das nachvollziehbar. Aber dabei sagen Sie ja, dass Muslime ihre Emanzipationsforderungen durchaus mit dem Islam begründen könnten. Inwiefern? Wenn sie das wollen würden, ist das durchaus möglich. Mit dem Einzug der Offenbarung gab es die Rechte für die Frauen, die es in der Form in keiner Region der Welt gab. Bis dann in Europa die Frauen dann tatsächlich mal auf die Straßen gegangen sind. Und die Rechte, die aber die Frauen damals schon hatten, die muslimischen Frauen, die sind natürlich mit den Frauenrechten, die wir jetzt heute im Westen haben, nicht mehr vergleichbar. Und muslimische Frauen mussten tatsächlich dafür nicht sehr viel tun. Also sie waren plötzlich gottgegeben, was die Scheidung angeht, was die Erbmöglichkeit angeht, aber auch wie man in einer Beziehung sozusagen leben kann und dementsprechend auch von dem Mann gewisse Forderungen einfordern kann. Das ist natürlich heute nicht mehr auf Augenhöhe, nicht mehr zeitgemäß. Da hat sich der Westen tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt. Und was sehr interessant ist, es gibt unheimlich viele Gelehrte und auch Frauenfiguren in der Geschichte des Islam, die einen sehr progressiven Blick auf die Offenbarungen hatten, aber eben auch auf die Prophetentradition. So, und da jetzt angeknüpft, kritisieren Sie ja die fehlende Bildung, denn Sie sagen ja, natürlich könnten gebildete Muslime sich diesen islamischen Quellen zuwenden, könnten genau sehen, wo eben Unterdrückung nicht durch den Koran gerechtfertigt ist. Und Sie schreiben, es ist kein Zufall, dass muslimische Staaten über Jahrhunderte hinweg nichts für die Verbesserung des Bildungswesens unternommen haben. Was könnte in Deutschland an dieser Stelle jetzt, an diesem Punkt der Geschichte besser machen? Oh, das sind viele Stellen. Also natürlich müssen die Medien in der Form wirklich die Bandbreite mal offenlegen. Mhm. Das kann man durch Funktionen, indem man vielleicht mal spannende historische Figuren mal in einen Film packt, aber natürlich auch in der Informationsebene, wo dann in Nachrichten, in Features eben genau diese Reichtum, diese spannenden Figuren, im Gegensatz zum Beispiel, was gerne die Verbände tun. Also sie zeigen natürlich vor allem eher die islamistischen Denker oder vielleicht eben auch sehr traditionelle salafistische Denker, die vor allem genau auch da ein Frauen
Frauenbild nach vorne bringen, was natürlich heute ein großes Problem ist für Mädchen und Frauen. Das ist ja ganz interessant. Also an den Muslimverbänden und ihren Vorsitzenden lassen Sie letztlich kein gutes Haar in diesem Buch. Sehen Sie da tatsächlich die zu große Toleranz auch von der deutschen Gesellschaft, die Frau Schwarzer bei einem ganz anderen Punkt sieht? Toleranz. Ich glaube, es hat wirklich viel mit Unwissenheit auch zu tun. Es gibt viel Unkenntnis über den Islam. Also der Islam ist nicht existent. Mhm. Es gibt eine sehr große Geschichte, vielfältige Auslegung. Genau, das muss man erstmal wissen. Und dann muss man natürlich auch gewissen Verbänden dann ja auch mal auf den Zahn fühlen. Und da sind natürlich auch Medien gefragt, da mal ein bisschen kritischer den einen oder anderen mal zu beleuchten. Ich denke, das ist jetzt, die Zeit ist jetzt gekommen und wir werden noch ganz Spannendes in nächster Zeit lesen und wahrnehmen. Und die Mehrheit der Muslime wird ja auch nicht durch die Verbände repräsentiert oder fühlen sich nicht repräsentiert durch die Verbände. Noch hinzu, also wenn Sie auf der Straße oder vor einer Moschee mal nach dem einen oder anderen Verbandsvertreter fragen oder sogar der Organisation, da werden Sie auch ganz oft Schulterzucken erfahren, weil ganz viele das System auch der Verbände gar nicht kennen. Die möchten einfach an einem Freitag ihr Freitagsgebet verrichten und dann nach Hause gehen und Couscous essen. Und Sie schreiben, wir müssen muslimische Frauen führen, ohne dabei in hitzige Debatten zu verfallen und Muslimen per se zu unterstellen, dass Sie Frauenhasser sind. Wen meinen Sie da genau mit wir? Muslimische Feministinnen oder wir die Gesellschaft? Generell, also Muslime sind davon Teil. Die deutsche Gesellschaft besteht auch aus Muslimen. Wir brauchen sehr viel Selbstkritik auf beiden Seiten, den eigenen Blick auch noch mal analysieren. Also warum haben wir Angst vor Muslimen? Warum glauben wir, dass sie per se irgendwie nicht fähig sind, sich weiterzuentwickeln? Mhm. Was sehr interessant ist, Ali Schwarzer geht ja auf den Tahir-Platz ein, lässt aber total außer Acht, dass es auch Tahir-Bodyguards gab. Mhm. Also eine junge Frau, die das organisiert hat, dass junge Männer sozusagen diese Frauen auch schützen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass diese Männer einem Scharia-Islam folgen. Letztendlich sind es auch junge Muslime, die sich für diese Frauen in die Bresche geschmissen haben. Letzte Frage, halten Sie es denn für realistisch, dass sich wirklich etwas ändert, etwas ändern lässt, auch zum Beispiel durch das Ansetzen bei den Müttern? Ja, natürlich, weil auch in den Herkunftsländern unheimlich viel in Bewegung ist. Also hier gibt es Rechtsstaatlichkeit, wir haben eine Möglichkeit, frei in der Presse zu schreiben und zu berichten. Und selbst in Ländern, sei es jetzt Ägypten oder in den palästinensischen Gebieten oder in Marokko oder wo auch immer, selbst in Saudi-Arabien haben die Menschen Mut, Dinge anzusprechen, für die sie tatsächlich ausgepeitscht und ins Gefängnis gehen. Und dann muss man natürlich fragen, was hält denn die Leute hier denn zurück? Aber es muss eben eine faire, respektvolle Diskussion sein, aber eine durchaus kritische. Und bei vielen Muslimen muss auch langsam mal so ein bisschen diese Opferhaltung raus. Also Omar Sy hat das ja sehr schön gesagt, er hat selbst Rassismus erfahren, aber er hat sich eben nie in die Opferrolle reingedrängt. Also beides muss möglich sein. Mit Ihrem Buch jedenfalls versuchen Sie, muslimischen Frauen Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich mutig für die eigene Freiheit einzusetzen. Und Sie werfen Ihnen auch ein Zitat aus dem Koran zu, nämlich seid nicht unterwürfig im Reden. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns geredet haben. Zineb Elmas. Dankeschön. Danke auch. Sie haben ja für Ihr Buch auch mit vielen, mit den Opfern geredet. Was ist Ihr Eindruck? Wie haben die das erlebt, diese Nacht? Na, sie sind natürlich traumatisiert, weil man muss sich vorstellen, man fährt nach Köln und will da essen gehen oder auf eine Party. Oder man kommt von der Party, geht zurück und ahnt nichts Böses und gerät plötzlich in diesen, wie die Araberinnen es nennen, Höllenkreis. Das heißt, da lungern ein paar hunderttausend oder 2000 Männer rum und aus dieser Menge stürzen sich 18 auf sie, umringen sie und es ging ja nicht um sogenannte sexuelle Belästigung, sondern die haben ganz brutal sind die rangegangen, zum Teil auf die Knie und haben die Fäuste zwischen die Beine gerammt und so weiter. Und das Schlimme war, niemand hat geholfen. Die Polizei stand in der Nebenstraße und hat zugeguckt und das hat man natürlich in Deutschland noch nicht erlebt. Ein zentraler Platz einer Großstadt, der über Stunden ein rechtsfreier Raum ist. Wie haben Sie das denn persönlich jetzt, als Sie diese Recherchen angestellt haben, was hat das für Sie persönlich bedeutet? Denn Sie setzen sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte in Deutschland ein. Ja, nun, also zum einen seit 40 Jahren ist die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ein zentrales Thema von mir und Emma. Und seit 35 Jahren der politisierte Islam. Nicht der Islam als Glaube, das ist nicht mein Thema, sondern der Missbrauch des Islams für eine politische Strategie. Was ist denn das für ein Frauenbild, was dahinter steht? Ja, zunächst möchte ich sagen, ich
meine nicht, dass der Islam das Problem ist. Es gibt den Islam schon lange und wir leben lange miteinander. Und in Deutschland ist die überwältigende Mehrheit der Muslime nicht radikal, nicht militant, akzeptiert die Gesetze und die Frauen emanzipieren sich, man heiratet sich sogar gegenseitig und so weiter. Das Problem ist dieser politisierte Islam, den wir seit 1979 kennen, seit Khomeini im Iran tritt er den Siegeszug durch die Welt an. Und das Programm ist klar, Frauen müssen raus aus dem öffentlichen Leben, sie müssen sich bedecken. Sie sind in allen islamischen Ländern, sind Frauen rechtlich Unmündige. Sie sind abhängig von Vater, Bruder oder Ehemann. Sie haben keine vollen Bürgerrechte. Vor Gericht braucht es zwei Frauen gegen einen Mann. Die Stimme einer Frau zählt nur die Hälfte. Und wie es in den vom politisierten Islam beherrschten oder bedrohten Ländern zugeht, das sehen wir, können wir jeden Tag quasi in der Tagesschau sehen. Also Sklaven sind nicht schlimmer behandelt worden wie die Frauen in diesen Ländern. Und das ist das Problem, dass wir jetzt auch mit den Flüchtlingen zwar Hunderttausende von Menschen haben, die unsere Hilfe brauchen, Frauen, Männer, Kinder, weil sie vor Gewalt und Kriegen fliehen, aber dass doch auch etliche kommen, vor denen die anderen geflohen sind, die weder die Demokratie noch die Gleichberechtigung achten. Woher wissen Sie, dass es eben dieses islamistische Frauenbild ist, das die Täter dazu gebracht hat, so zu handeln? Wissen Sie, jetzt frage ich Sie mal was. Wenn Sie eine Demo sehen, in Dresden oder Leipzig oder auch woanders, von Rechten, die da durchgehen und sagen, hier, sagen Sie dann, woher wissen Sie denn eigentlich, dass das Rechte waren? Nein, das werden Sie gewiss nicht sagen, weil Sie sehen, dass es Rechte sind. Wir wissen, wie diese Art von Männerhorden, die den Islam eigentlich missbrauchen für ihr Überlegenheitsgefühl, nicht für ihre Gewalt und so weiter, wir sehen, wie die agieren. Ich schließe meine Schlüsse aus dem, was ich gesehen habe, was getan wurde. Der Punkt ist, ich finde es wirklich rassistisch zu glauben, dies sei der Muslim, wer immer das ist, oder der Araber, auch von nebenan gewesen. Nein, wenn das zufällig Muslime, Araber, Marokkaner, Syrer gewesen wären, da hätte mindestens bei 1.000, 2.000 Männern die Hälfte hätte eingegriffen, hätte gesagt, Moment mal, so gehst du hier nicht mit einer Frau um. Das sind nämlich auch überwiegend ganz normale Männer, auch wenn sie nur ein bisschen, sagen wir mal, Emma lesen müssten, ja? Nein, das war eine bestimmte Sorte von Muslimen, eine bestimmte Sorte von Arabern. Eben die, die schon hart drauf sind. Und die haben sich da verabredet, das sagt inzwischen auch der Polizeipräsident. Die haben sich hier getroffen, weil Köln so liberal ist. Vielleicht auch, weil Brüssel so nah ist. Da haben wir ja auch eine ziemlich militante Szene. Das war die Machtdemonstration dieser Scharia-Muslime. Und das müssen wir verstehen und darauf müssen wir Antworten haben. Inwiefern würden Sie denn sagen, gibt es eine falsche Toleranz hier in Deutschland? Die falsche Toleranz, weil wir seit 25, 30 Jahren haben wir widerstandslos der Agitation von Islamisten zugesehen. Die sind ausgebildet im Iran, Pakistan, Muslimbrüder, die kriegen das Geld von Saudi-Arabien und die gehen in die Problemviertel und sagen da den Jungs, ja, brauchst du gar keine Arbeit zu suchen, nicht? Geh nach Syrien oder sonst was. Sie geben den Eltern Geld, wenn sie ihre Töchter verschleiern und so weiter. Und setzen die ganze muslimische Community unter Druck, verbreiten Angst und Druck. Und die haben wir gewähren lassen. Da haben wir gesagt, ach ja, das sind Muslime, da wollen wir uns nicht einmischen. Nein, das sind keine Muslime, das sind Verbrecher. Das muss man mal unterscheiden. So. Hier wird der Islam missbraucht und Deutschland und auch andere Länder hatten Angst, das zu kritisieren, weil man immer gesagt hat, ja, wenn man das kritisiert, dann ist man Rassist, man ist islamophob, eine Erfindung der Islamisten, dieser Begriff. Und das darf man nicht sagen. Doch, das muss man sagen. Muslime sind genau wie Christen und Juden und Ungläubige auch nur Menschen. Und da gibt es viele, die sind in Ordnung, leben ganz unterschiedlich. Und dann gibt es ein paar, die sind sehr problematisch. Und wenn das anfängt, sozusagen eine Ideologie zu werden, das sind nicht nur ein paar Loser, ein paar Verbrecher, die einfach machen, was sie wollen, und sagen, wir sind die Gerechten.
ja, und wir schreiten voran. Ja, wir müssen die Islamisten so ernst nehmen wie die Rechtsradikalen. Die Islamisten, das ist der Faschismus des 21. Jahrhunderts, so ist das. Das mag uns gefallen oder nicht. Und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, aber sehr schnell. Also ich glaube, man muss schon diskutieren, was für einen Einfluss die Kultur auch auf das Frauenbild, auf das Männerbild junger Menschen hat. Aber da muss man in beide Richtungen denken. Also wir haben auch im Westen ein hochproblematisches Frauenbild, was in der Massenkultur, in der Populärkultur zelebriert wird. Wir haben andere problematische Einflussfaktoren, die auch sexuelle Gewalt begünstigen. Also man könnte zum Beispiel auch den Alkoholkonsum problematisieren, wo wir genau wissen, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Alkohol, der enthemmt, und sexueller Gewalt. Es gibt einen Zusammenhang vielleicht auch dann zwischen dem Sexismus der Massenkultur und einem frauenverachtenden Menschenbild. Und natürlich gibt es dann auch eventuell einen Zusammenhang zwischen einer patriarchalen Kultur, die in der sogenannten islamischen Welt existiert, die dann natürlich auch Menschen prägt. Aber das Problem ist jetzt, dass andere Einflussfaktoren, die genauso problematisch sind, die man ja auch mitdiskutieren müsste, die dann aber die eigene Kultur betreffen, dass die ausgeblendet werden und die ganze Debatte nur noch kulturalistisch sozusagen auf den anderen, auf das Problem des anderen projiziert wird. Also ich finde es schon ein bisschen schwierig. Also sie hat ja direkt nach den Ereignissen in Köln geschrieben, wir würden mit Männern nordafrikanischer Herkunft einen neuen Sexismus in das Land importieren. Das hat sie ja so wirklich wörtlich gesagt. Also sie spricht von einem Import. Und das finde ich ganz gefährlich, weil das suggeriert, dass Sexismus nicht ein Teil unseres Problems ist, obwohl wir, wenn man überlegt, der Westen ist kulturimperialistisch ziemlich erfolgreich. Er exportiert auch bestimmte Frauen- und Männerbilder. In jedem kleinen arabischen Dorf kann man über das Smartphone zutiefst sexistische Musikvideoclips sich anschauen. Und es generiert ja auch eine Form von Frauen- und Männerbild, das sehr hochproblematisch ist. Also auch wir exportieren Sexismus, wir importieren den Sexismus nicht allein. Und natürlich hat sie recht, wenn sie sagt, es gibt einen politischen Islam, es gibt eine Form der Ideologie, die Religion nutzt, um auch Frauen zu unterdrücken, zu diskriminieren, um strukturell auch bestimmte Bevölkerungsschichten aus dem Mehrheitsdiskurs rauszunehmen. Also das wissen wir aus dem Tahrirplatz, ja, dass dann auch sexuelle Gewalt als Einschüchterungsmethode verwendet wurde. Aber da muss man auch diese Verquickung benennen, indem man dann sagt, es ist eine Politik, es sind totalitäre Systeme teilweise, es sind Systeme, die sich gegen Revolution wehren, es sind Systeme, die Theologie als Staatstheologie nutzen, um ihre Macht zu erhalten, um Privilegien zu sichern. Und das ist dann eine Verquickung von Macht, die Religion letztendlich nur instrumentalisiert. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das Phänomen sexuelle Gewalt ein globales Phänomen ist. Also die Weltgesundheitsorganisation spricht davon einem epidemischen Ausmaß. Es ist ein globales Phänomen. Wir haben das in asiatischen Kulturen. Wir haben in Indien ein ganz großes Problem mit sexueller Gewalt, was diskutiert wurde. Überall, in allen Kontinenten ist es ein Thema. Auch in Europa sprechen wir davon, dass jede zweite Frau Erfahrung mit sexueller Gewalt hat. Also es ist nicht etwas, was von außen dazukommt. Wenn wir jetzt die Debatte darauf verengen, sozusagen nur noch die Religion und diese spezifische Kultur zu problematisieren, dann verkennen wir, dass das Ausmaß eben ein globales ist, dass es ein globales Problem ist und dass wir uns eigentlich solidarisieren müssten. Also wir müssen jetzt den Schulterschluss suchen. Es gibt genug muslimische Männer und Frauen, die sich gegen diese patriarchalen Strukturen wehren, die sich dagegen wehren, dass Religion benutzt wird, um Sexismus oder sexistische Gewalt auch zu legitimieren. Und da müsste man den Schulterschluss eigentlich universal suchen, statt jetzt die Fronten aufzubauen und zu sagen, es ist ein Problem des Islams und jeder, der sich zu dieser Religion bekennt, steht eigentlich auch hinter einer Ideologie, die in irgendeiner Art und Weise das rechtfertigt. Das ist ganz gefährlich, weil das spaltet das Land wiederum nur. Also wir haben in Deutschland ja schon ein angespanntes Verhältnis den Muslimen gegenüber, dem Islam gegenüber. Wir haben eine AfD, wir haben rechtspopulistische Kräfte in ganz Europa und wir haben, es gibt die Tendenz, viele Probleme zu muslimifizieren, ja, und so zu tun, als ob die Religion an sich das Problem ist bei der Integration, bei der Flüchtlingsproblematik, was auch immer. Und wenn wir jetzt auch noch den Sexismus kulturalisieren, wenn wir jetzt auch noch sagen, der Sexismus ist ein Problem des muslimischen Mannes, es ist der muslimische Mann, der sich nicht kontrollieren kann, der seine Sexualität nicht im Griff hat, dann sind das uralte Narrative, die wieder neu aktualisiert werden. Das sind alte Stereotype, die letztendlich nichts anderes, also es sind rassistische Stereotype, die schon in der Kolonialzeit gang und gäbe waren, die immer wieder genutzt worden sind, um auch die Angst vor dem anderen wieder neu zu entfachen. Und
das ist ganz gefährlich in dem Klima, das wir heute haben. Also man muss sehr nüchtern und sachlich debattieren und das ist nicht passiert nach den Ereignissen in Köln. Und Alice Schwarzer hat letztendlich auch dazu beigetragen, wieder Öl ins Feuer zu gießen, indem sie nur die Kultur problematisiert hat, indem sie eben andere Aspekte ausgeblendet hat und indem sie den Islam als Religion wieder an den Pranger stellt. Sie thematisiert nicht, dass es so viele Muslime gibt, die sich gegen sexistische Tendenzen wehren, die aus dem Islam heraus argumentieren, die Empowerment von innen betreiben und die Muslime nicht vor die Wahl stellen zwischen Islam und Feminismus, Islam und Emanzipation, sondern die sagen, im Islam selbst ist das bereits verankert. Befreiung und Emanzipation kann man eben auch anders verstehen und es gibt ganz, ganz viele Ressourcen im Koran, in der Überlieferung des Islams, die dazu führen, dass man durchaus für die Emanzipation der Frau sich einsetzen kann. Die islamische Welt befindet sich ja, oder die sogenannte islamische Welt befindet sich in einer Krise. Das ist, glaube ich, außer Zweifel. Also es ist ökonomisch, wirtschaftlich in einer Krise, politisch in einer Krise. Es ist ein Krisenherd dort. Das würde keiner bestreiten. Und gleichzeitig passiert ganz viel. Es gibt viele reformerische Ansätze. Ich selbst gehöre einer messianischen Reformbewegung an, die eine eigenständige Frauenorganisation hat, die weltweit vernetzt ist, die sich für die Bildung von Frauen stark macht. Und ich glaube, es wäre jetzt die Aufgabe, auch von Menschen wie Ali Schwarzer, den Schulterschluss mit solchen Muslimen zu suchen, ihnen den Rücken zu stärken und diese Stimme auch lauter werden zu lassen. Also jetzt allein darüber zu klagen, dass es einen politischen Islam gibt, der durchaus jetzt wächst, der nicht zuletzt von uns auch mit finanziert über Petrodollars, über unsere Bündnisse mit Saudi-Arabien, wird ja da eine Form des wahhabitischen Islams weltweit auch exportiert, der sehr einflussreich geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Und das ist eine Form des politischen Islams, die müssen wir bekämpfen. Aber ein ganz großer Teil der Muslime sieht es ja ganz ähnlich. Auch wir haben große Sorgen, was die Entwicklung angeht, was den IS-Terror zum Beispiel angeht. Aber da müsste man jetzt genau diese Stimmen stärken. Also die Stimmen, die auch innerhalb des Islams dazu mahnen, wir müssen etwas tun. Ali Schwarzer ist auch ein Kind ihrer Zeit. Also 79 ist sie eben auch groß geworden mit der iranischen Revolution, mit der islamischen Revolution, wo plötzlich der politische Islam präsent war und sie hat immer schon gegen diesen Islam gekämpft, aber es ist eben ganz gefährlich, das jetzt auf den Islam schlechthin zu projizieren, weil sie nimmt dadurch Muslimen sozusagen die Möglichkeit, einen spirituellen Islam zu leben und auch sie zwingt uns irgendwo auch dazu, uns zu entscheiden. Ja? Also entweder ist man Muslim oder man ist Feminist, so ist es aber nicht. Man kann durchaus beides sein und man kann auch im Islam eine Quelle und eine Ressource für seine Emanzipation oder für die Freiheit der Frau sehen. Und wir wissen immer noch so wenig über Köln. Wir wissen gar nicht genau, was das für Männer waren. Waren es überhaupt Migranten? Waren es Flüchtlinge? Was hatten die für einen Hintergrund? Wie war die Sozialisierung? Was spielte alles was für Faktoren spielen da eine Rolle? Also man weiß sehr, sehr wenig. Man müsste den Einzelfall letztendlich untersuchen. Sind es kriminelle Banden gewesen? Ist es ein kriminelles Milieu? Oder wer steckt dahinter? Also es ist ganz, ganz spekulativ, das Ganze. Was das für eine Folge hatte, darf man auch nicht vergessen. Wir hatten danach ein Asylpaket 2, was den Genfer Konventionen widerspricht. Also es gab, die Ereignisse von Köln waren irgendwo auch eine Art Legitimationsgrund dafür, eine schärfere Asyl- und Flüchtlingspolitik zu betreiben. Und das ist letztendlich auch ein altes Phänomen, wenn wir daran denken, dass wir in den Irak einmarschiert sind, völkerrechtswidrig, auch im Namen von Frauenrechten, wo es natürlich um Ressourcen und auch um Öl ging. Also es ist immer wieder eine Methodik, Frauenrechte vorzuschieben oder die Befreiung der Frau oder den Schutz der Frau, die Würde der Frau. Und letztendlich geht es um ganz andere politisch gewünschte Motive, eine politische Agenda, die dann sozusagen legitimiert wird, die dann forciert werden kann.